Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag dieser Session. Ich soll noch mal darauf hinweisen, nutzt gerne die QR-Codes an den Seiten, um auch eure Fragen zu stellen. Nikolas Schliffke, ja. Viel Spaß. Alles klar. Ja, hallo, auch von mir. Genau, das Thema heute wieder Marsportal. Ist ja einmal schön eingebettet, einmal zwischen dem Vortrag von Dirk, wo man sagen, ein bisschen mehr gelernt hat über das neue Release, was da alles mit reinkommt. Dann danach nach mir mit Markus Stein nochmal einen echten Praxisbericht mit einer produktiven Anwendung. Und ich bin selber dann sagen, hier, um über das Thema der Struktur des Marsportals zu sprechen. Weil das Marsportal an sich ist ja sagen, aus der Verwaltung heraus getrieben und war bisher auch irgendwo ein Erfolgsmodell. Und ich würde gerne darüber sprechen, ob das Modell, was wir hier sagen, aufgebaut haben, vielleicht auch in andere Open-Source-Bereiche von der öffentlichen Verwaltung mit reingehen könnte. Zu meiner Person, ich bin Nikolas Schliffke. Ich leite bei Dataport den Bereich der Open-Source-GIS, war aber vorher im Produktmanagement Marsportal tätig und daher bin ich auch sehr tief involviert in den ganzen Prozessen, die vorher so innerhalb des Marsportals aufgebaut wurden. Das Dataport an sich, für die, die es nicht kennen, ist ein öffentlicher IT-Dienstleister hier aus dem Norden. Wir haben verschiedene Trägerländer, das heißt Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und teilweise Niedersachsen. Und in dem Rahmen arbeiten wir. Genau. Zum Marsportal selber. Dirk hat ja schon viel erzählt. Was ist es eigentlich? Nochmal hier kurz zusammengefasst. Also es ist ja eigentlich eine Anwendung, eine Web-Anwendung, habe ich alles eben gelernt. Open Source GeoViewer, mit dem man verschiedene Daten, viele auch Smart City Daten sagen, präsentieren kann. Und es basiert alles, wie Dirk auch schon meinte, auf offene Schnittstellen und ist so sehr, sehr schnell und gut nachnutzbar. Wir haben das Marsportal an sich, ist ja sagen, von MLGV Hamburg initial entwickelt worden, aber inzwischen ist es ja diese Implementierungspartnerschaft drumherum gewachsen und daher ist es wirklich eine der ersten Projekte, die wirklich komplett aus der Verwaltung getrieben waren und auch für die Verwaltung auch genutzt wird oder dessen Zielgruppe hauptsächlich die Verwaltung auch ist. Dirk meinte schon eben, ich glaube 46 hattest du auf deiner Folie. Ich hatte mal nachgezählt, ich meinte es wären 48, aber es, langsam müssen wir da nochmal, glaube ich, die Listen noch mal ein bisschen pflegen. Aber sagen die, diese Implementierungspartnerschaft, die um das Marsportal rum sind, sind 50 Partner. Die Partnerschaft an sich, was ist das? Ist insgesamt eigentlich eine Partnerschaft zur Steuerung und auch Weiterentwicklung des Marsportals. Das heißt, das zentrale Ziel ist auf jeden Fall die Pflege und die Verbesserung des Produktes. Das heißt, diese Gemeinschaft will auch sicherstellen, dass das Marsportal in 5 oder 10 Jahren auch noch so gut läuft, wie es aktuell auch tut. Weil in dieser Implementierungspartnerschaft alles verschiedene Institutionen aus öffentlichen Verwaltungen sind, hat man auch die Möglichkeit, sozusagen zusammen die verschiedenen Anforderungen zu identifizieren, umzusetzen und dann auch zu pflegen. Es sind 46 Partner, ich komme gleich mal ein paar auf die Liste, aus allen möglichen Regionen Deutschlands oder auch aus Österreich. Und da wir auch regelmäßige Treffen haben, hat es nicht nur sagen, einen Zweck, um das Produkt Marsportal irgendwie zu unterstützen, sondern auch dort dann noch ein Netzwerk zu schaffen zwischen allen Partnern, die da Mitglied sind. Das heißt, jeder, der das Marsportal nutzt und aber auch in die Implementierungspartnerschaft eintritt, hat im Prinzip eine erhöhte Sichtbarkeit von sich, von der Stadt, von dem Produkt, aber hat auch einen höheren Einfluss. Was das bedeutet, da komme ich gleich nochmal zu. Genau, 2018 war es gegründet mit 5 sagen, Mitgliedern, die Partnerschaft, und 23 waren es 46 und ich glaube, dieses Jahr sind auch nochmal 2 dazugekommen. Und es ist einfach nur ein Auszug und was, glaube ich, wichtig ist, sagen, wir haben auf kommunaler Ebene Partner, wir haben aber auch auf Landesebene, Bundesebene oder mit der Stadt Wien halt auch noch im Ausland Partner, die hier mitmachen und das ganze Produkt unterstützen. Genau, zum Thema Marsportal und Strukturen drumherum, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was sind eigentlich für eine Open-Source-Lösung die Bausteine, die wirklich das Produkt auch nachhaltig machen. Das heißt, wir haben sagen ein erfolgreiches Produkt und aus unserer Sicht hat es 3 zentrale Komponenten, die alle erfüllt sein müssen. Das heißt einmal die dauerhafte Wirtschaftlichkeit oder Finanzierung, der technische Aufbau und auch die strategischen Entscheidungsprozesse, die innerhalb von diesem Produkt nötig sind, um das immer weiter voranzubringen.
Und das hat alles beim Open-Source-Bereich, wisst ihr eigentlich ja alles, verschiedene Herausforderungen. Das heißt, wenn das Produkt selber Open-Source ist, hat es ja grundsätzlich keine Lizenzkosten. Man hat eventuell laufende Investitionen zur Pflege und Organisation der Software oder auch ein hohes Pre-Invest, wenn man so eine Software zunächst entwickeln lassen möchte. Die Entscheidungsprozesse, man will Forks und einen Wildwuchs von verschiedenen Versionen möglichst verhindern und auch gucken, dass die Weiterentwicklungen, die in ein Produkt reinfließen, nicht unabgesprochen sind. Dass man da im Prinzip aufeinander aufbauend zusammenarbeiten kann. Und wenn die Kommunikation innerhalb einer Software oder zu einer Software nicht unbedingt gut geregelt ist, kann es schon mal dazu führen, dass es Frust gibt, weil es gibt plötzliche Änderungen am Produkt. Man hat vielleicht parallele oder doppelte Entwicklungen und da sind am Ende alle unhappy, weil sie irgendwas reingesteckt haben in der Hoffnung, dass es übernommen wird, dass es langzeitig möglich ist, das zu nutzen. Aber dann, weil die Kommunikation fehlt, ist das nicht möglich und führt zu Frust. Technischer Aufbau ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Man muss als Verwaltung ja auch auf ein Produkt aufbauen, was eine Gewährleistung hat, dass es dauerhaft und technisch stabil ist. Das heißt, es wird gewartet und aber auch gepflegt. Und eine One-for-All-Lösung gibt es wahrscheinlich in keiner Software. Es gibt immer in jedem Umfeld irgendwelche individuellen Parameter, die benötigt werden. Und deswegen muss man auch Individuallösungen irgendwie brauchen, um diesen Code dann auch wirklich nachhaltig an verschiedene Menschen auch heranzubringen. Wenn man das jetzt aus der Verwaltung heraus anguckt, gibt es viele staatliche Institutionen, die sagen, die Herausforderungen, die auf der Slide hier sind, das sind eigentlich unsere rechtlichen und inhaltlichen Vorbehalte gegenüber von Open Source, weswegen hier auch dann oft von Open Source weggenommen wird, weil wenn wir zur proprietären Software geht, dann haben wir zumindest diese ganzen Sachen von der vorigen Folie nicht. Auf der anderen Seite haben wir sozusagen die Maßurteilpartner, die gesagt haben, das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir wollen einmal gemeinsam diese Sachen angucken und auch die Herausforderungen identifizieren, aber auch vor allem lösen. Wie macht das Maßurteil das? Die zentrale Säule ist Implementierungspartnerschaft. Wir haben da im Prinzip die verschiedenen Implementierungspartner und die haben jährlich einen kleinen Obolus, den sie im Prinzip an den LGV Hamburg übergeben. Und dieser Obolus, den sie an Hamburg geben, geht dann weiter dann teilweise an Dataport. Und das wird dann für zwei zentrale Rollen einmal verwendet. Einmal die Softwarepflege, das heißt die ganze Wartung und Pflege des Produktes, was im Prinzip Dataport zusammen mit dem LGV Hamburg macht. Und auf der anderen Seite das Produktmanagement. Das Produktmanagement heißt, wir haben diese zentrale Orga-Rolle, die alle Kommunikation um das Produkt herum machen, um so alle Mitglieder da zu entlasten, wenn sie irgendeinen Einfluss oder irgendwas zu dem Produkt haben oder organisieren wollen. Das Wichtige hierbei ist, diese Implementierungspartner haben die Entscheidungsgewalt, was mit dem Maßurteil passiert. Das heißt, wir haben hier Dataport, also ich arbeite bei Dataport, aber wir haben keine Entscheidungsgewalt. Das heißt, die Implementierungspartner, die hier beitreten, sichern zwar über Dataport in diesem Fall die Softwarepflege und die Orga, wir haben aber keinen Einfluss. Das heißt, das Maßurteil ist in diesem Fall unabhängig von irgendwelchen Dienstleistern oder anderen Strukturen. Und das heißt, durch diese Struktur, die wir jetzt hier haben, haben wir einmal dauerhafte Erlöse für das Produkt durch diese gemeinsame Finanzierung. Wir haben eine technische Stabilität durch die Softwarepflege von Dataport zusammen mit dem LGV Hamburg oder andersrum, eher LGV Hamburg zusammen mit Dataport. Und die Geldgeber sind gleichzeitig die strategischen und technischen Entscheidungsträger und unabhängig. Das heißt, da kann man sicher sein, dass die staatlichen Institutionen auch das am Ende bekommen, was sie auch haben wollen. Und zentral, das glaube ich, was im Maßurteil-Umfeld wirklich neu ist, ist dieses Produktmanagement, das alle professionellen Kommunikationsaufgaben übernimmt, von Moderation von Terminen, Erstansprechpartner, Protokolle schreiben und so weiter, alles, was irgendwie dazugehört, Listen pflegen, das, was man vielleicht so sonst nicht immer so gerne macht. Und so haben wir uns erstmal eine Basis geschaffen, dass das Maßurteil grundsätzlich auch immer funktioniert und auch immer da sein wird. Aber wir wollen jetzt auch noch Weiterentwicklung haben. Und das funktioniert so, dass
sie verschiedene Implementierungspartner, aber auch andere Institutionen, die nicht in der Implementierungspartnerschaft sind, verschiedene Dienstleister sozusagen auch beauftragen können für verschiedene Dienstleistungen. Das heißt, hier haben wir sozusagen dann nicht mehr Dataport, sondern auch Terrestris oder Egrid. Und die haben dann verschiedene Dienstleistungen, klassisch Hosting Support Workshops, Beratung, aber auch die Weiterentwicklung. Das heißt, hier haben wir dann bilaterale Aufträge, in welcher Form auch immer, mit den Dienstleistern, um das Produkt auch weiterzuentwickeln. Und dort kann man im Prinzip entweder den Code zurück in den Core fließen lassen, wenn die Implementierungspartnerschaft dafür ist, stimmt. Oder man hat die Möglichkeit, Plugins zu schreiben, Add-ons, wie man es nennen mag, um dort eine Individuallösung herzustellen. Das heißt, durch diese sagen, bilaterale zusätzliche Weiterentwicklung macht es das Maßvoll attraktiv für neue Nachnutzende. Das heißt, es ist kontinuierlich, es gibt immer weiter einen Prozess der Verbesserung. Aber wir haben auch gleichzeitig eine Sicherheit durch das technische Know-how, nicht nur bei einem Dienstleister, sondern bei verschiedenen. Und schlussendlich das Plugin-Konzept, dadurch, naja, wie die meisten Open-Source-Produkte auch, hat man eine Möglichkeit, die Anwendung selber zu customizen. Genau, das heißt, so funktioniert das Maßurteil im Groben, aber es hat ein paar Rahmenbedingungen. Sagen, weswegen glauben wir, dass diese Struktur vom Maßurteil so funktioniert? Das heißt, wir haben einmal das Maßurteil als eine Standalone-Anwendung, das heißt, es ist ein reines Frontend, basiert auf Open-Source OGC-Schnittstellen, das heißt, da kann man verschiedene Backends mit reinbringen. Es ist eigentlich technisch relativ unabhängig. Und die finanzierenden Stellen, das heißt, die Stadt Hamburg ist in diesem Fall der BSW, der LGV, sorry. Und andere Stellen sind, sagen die Vermessungsämter in den Städten, sind auch die Vermessungsämter oder die Stellen, die auch diese Maßurteile dann zu den Bürgern bereitstellen. Und was meine ich mit den finanzierenden Stellen, sind gleichzeitig auch die Endnutzer und die Endbereitsteller. Und da wir kriegen relativ häufig sagen Anfragen, hey, wie funktioniert das Maßportal? Wir wollen es genauso aufbauen. Und in diesem Fall weisen wir auch gerne darauf hin, dass wir meinen, es funktioniert diese Struktur, weil diese Annahmen auch dahinter stecken. Bei Abweichung von den Annahmen kann man vielleicht dann sagen, bestimmte Bausteine von dieser Struktur vom Maßportal nehmen, um auch dort einen funktionalen Prozess drumherum zu bauen. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt jedes Mal empfehlbar. Genau, das heißt, es ist eine Sache, wir haben sehr viel gelernt aus den Strukturen, aus den Prozessen, die hinter Maßportal stecken. Und ich würde einfach einladen, dass wir die Ideen und die Erfahrungen gerne teilen und diskutieren, entweder beim Stand vom LGV oder bei uns bei Dataport. Genau, schlussendlich, ich bin ein bisschen früher durch, glaube ich, aber was haben wir aus dem Maßportal gelernt? Das ist einmal die gemeinschaftliche dauerhafte Finanzierung und unabhängige staatliche Steuerung sozusagen schafft Vertrauen in das Produkt. Dadurch, dass im Prinzip die Institutionen selber wissen und entscheiden können, was mit dem Produkt passiert, haben sie auch Vertrauen, da reinzugehen und es auch langfristig zu nutzen. Die strategischen Entscheidungsprozedere, die Finanzierung und die technische Architektur sollte auch verknüpft sein. Heißt, man muss irgendwie beachten, wenn man zum Beispiel kein Plugin-Konzept hätte, hätte man auch nicht unbedingt was, um Sachen zu entscheiden. Und dann, wer darf wie was entscheiden und wer zahlt dafür eigentlich welches Geld. Und dass diese drei Komponenten, die ich am Anfang auch gezeigt hatte mit einem erfolgreichen Open-Source-Produkt, dass die miteinander harmonieren müssen. Und final, ich glaube, das Wichtigste, was, wie gesagt, beim Maßportal relativ neu ist, ist, dass das Produktmanagement, wie es bei uns heißt, entlastet alle Institutionen, die da Mitglied sind, und ermöglicht die Kommunikation, die überhaupt nötig ist in so einem Open-Source-Umfeld, weil man da ja doch höheren Abstimmungsbedarf hat zwischen allen Nachnutzenden, um da eine gerade Linie reinzubekommen. Und wenn man dafür im Prinzip auch ein bisschen Geld ausgibt, wird das Produkt meistens sehr stabilisiert, weil einfach viele Leute aber auch mitgenommen werden. Genau, zum Schluss ein bisschen ein kleines Zitat. Ich weiß nicht, ich würde sagen, das ist ein bisschen herausfordernd, aber ich weiß nicht, ob das von allen so angenommen wird, aber das ist eine Sache, die ich gerne diskutieren würde. Und sonst, ja, mehr Informationen gibt es bei uns bei Dataport und beim LGV in der Halle. Vielen Dank.
Ja, danke, Nikolas. Auch hier von mir schon mal ein vorsichtiger Blick in den Saal, ob es Handmeldungen gibt. Ansonsten gibt es definitiv ein paar Fragen, die online gestellt worden sind. Wie sieht die finanzielle Beteiligung der AIP-Partner genauer aus? Gibt es einen festen Beitrag, unabhängig von der Größe des Partners? Ja, genau. Also es gibt einen jährlichen Beitrag. Der Beitrag ist aber gestaffelt an der Größe der Einwohner zu dem Gebiet. Das heißt, Kommunen zahlen in der Regel 1.000, 2.000 Euro bis zu den Bundesbehörden, die, glaube ich, 10.000 Euro zahlen. Vielen Dank. Welche Voraussetzungen benötigen vor allen Dingen kleine Kommunen, um das Masterportal zu nutzen? Also rein technisch nicht viel. Ist ja eine Anwendung, eine Frontend-Anwendung, die einfach nur auf dem Webserver deployed werden muss und dann funktioniert sie so. Und in die IP können Sie natürlich eintreten, wenn Sie wollen und da einen Mehrwert sehen, ist aber nicht verpflichtend. Okay. Wie viele Entwickler sind konkret an der Weiterentwicklung des Masterportals beteiligt? Das ist eigentlich eher eine Frage an dich, glaube ich, Dirk. So, jetzt klappt's. Ich kann jetzt natürlich nur für den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung sprechen. Da haben wir so circa 20 Entwickler, die sich vornehmlich mit dem Masterportal beschäftigen. Das ist aber natürlich nur ein Bruchteil der Gesamtentwickler-Community, denn es gibt andere Institutionen, die entweder in der Implementierungspartnerschaft auch Code beisteuern, auch entwickeln oder auch außerhalb der Implementierungspartnerschaft, plus nochmal die Entwickler, die bei diversen Dienstleistern unterwegs sind. Also das ist mittlerweile schon auf eine große Anzahl angewachsen. Eine genaue Zahl kann ich dazu aber nicht nennen. Ich würde auch schätzen, sagen, neben den Entwicklern vom LGV Hamburg gibt es bei den Dienstleistern knapp 20 bis 25 Entwickler nochmal. Ja. Vielen Dank. Die Frage habe ich schon. Wie werden Konflikte in der IP gelöst? Gibt ein IP-Mitglied nicht auch die Entscheidungsgewalt über die Entwicklung aus der Hand? Genau, also alle Entscheidungen, die in der Implementierungspartnerschaft getroffen werden, die sind alle per Mehrheitsbeschluss. Das heißt, alle Partner stimmen über bestimmte Sachverhalte ab und dort, wenn mehr als 50% entweder ein neues Feature als sinnvoll erachten, mehr als 50% das Geld für eine bestimmte Sache ausgeben wollen, dann wird dadurch entschieden. Und dadurch also Konflikte minimiert, weil es dann demokratisch der Entscheidungsprozess dann auch getroffen wird. Mhm. Wie stellen Sie sicher, dass andere Dienstleister als Dataport im Projekt partizipieren können? Können auch andere Dienstleister Teil der IP werden? Genau, also bisher, also Teil der IP können Dienstleister nicht werden, weil sie einfach nur für 100% staatliche Institutionen sagen, vorgesehen ist. Ist einfach auch der Hintergrund, dass man auch von den großen proprietären Firmen da vielleicht keinen Einfluss haben möchte, sondern einfach da unabhängig bleiben möchte. Und den ersten Teil habe ich jetzt schon vergessen. Kannst du mal wiederholen? Können auch andere Dienstleister Teil der IP werden? Andere Dienstleistler als Dataport? Genau, also wir sind selber ja nicht Teil. Ja. Also wir moderieren das Ganze, aber wir haben kein Stimmrecht. Genau. Die Frage, die sich da so ein bisschen anschließt, ist auch, weißt du von anderen vergleichbaren Open-Source-Kartenanwendungen im öffentlichen Sektor, die ähnlich organisiert und finanziert werden? Also Kartenanwendung nicht. Gestern gab es einen Vortrag zu DPAS, wo im Prinzip eine Bürgerbeteiligung, wo es ja auch teilweise aufs Master aufbaut, die haben sich dann ein Beispiel dran genommen. Und ich weiß von ein, zwei Projekten, mehr für Backend, UDP, die sich sozusagen auch darin orientieren. Also es gibt eine, ich glaube von der Civitas Connect heißen die, da gibt es im Prinzip eine Community, die sich auch drum baut, auch nach dem Vorbild. Aber rein Kartenanwendung wüsste ich nicht. Ich weiß nicht. Nee. Ja, ich gucke jetzt nochmal vorsichtig in den Saal, vielleicht gibt es ja eine Handmeldung. Ansonsten würde ich noch auf zwei, drei Fragen online eingehen. Entspricht das Stimmgewicht dem finanziellen Beitrag, der von der Institution geleistet wird? Werden Entscheidungen mit einfacher Mehrheit getroffen? Genau, zur ersten Frage nein. Also dadurch, dass alle gleiches Stimmrecht haben und der BKG, sagen wir mal, mehr zahlt als eine Kommune, ist da sozusagen das Finanzielle nicht im Gleichgewicht mit der Stimme, mit dem Stimmgewicht.
aber es ist im Prinzip auch sozusagen vorher so abgesprochen und wird auch so transparent kommuniziert. Trotzdem wissen wir, dass es diese Struktur irgendwann eine Grenze haben wird, wo man die Prozesse nochmal überdenken muss. Aber Stand heute ist die Antwort einfach nein. Ja, auch etwas, was mich sehr persönlich interessiert, wenn wir jetzt mal den deutschsprachigen Raum verlassen. Ich weiß, wir haben mit der Stadt Wien quasi österreichischen IP-Partner, aber könnte man das Masterportal einfach in andere Länder kopieren? Habt ihr Kooperation mit Ländern im globalen Süden zum Beispiel nachgedacht? Und wäre das etwas, woran Interesse besteht? Genau. Also erstmal sagen länderübergreifend. Wir haben Anfragen aus Holland, England, der Schweiz und noch irgendwo, die auch im Prinzip erstmal ein Interesse beim Masterportal haben, aber auch schon Interesse an der IP sagen, signalisiert haben. Innerhalb von der IP, sagen wir hier im deutschsprachigen Raum, haben wir gesagt, öffnen wir nicht, weil einfach, glaube ich, das benötigte Englisch einfach nicht vorhanden ist, um das zu kommunizieren. Und deshalb, wenn da eine größere Anzahl an ausländischen Interessenten sind, müsste man da nochmal drüber nachdenken. Und zum globalen Süden, also wir aus der IP heraus nicht. Ich meine, die HCU, haben wir jemanden von der HCU hier? Die sind da immer sehr gut vernetzt und bringen, glaube ich, auch da das Masterportal und DIPASS auch in den globalen Süden. Mhm. Dann würde ich noch eine letzte Frage stellen. Vielleicht kannst du, Dirk, die auch mit beantworten. Wie lange dauert es für gewöhnlich, bis Änderungen im Core zurückfließen? Also ich verstehe im Basiscode. Ja, die Frage ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten. Das hängt ja sehr stark damit zusammen, wie umfangreich diese Änderungen sind. Kleinere Änderungen sind relativ schnell zu implementieren. Da wird ein Pull-Request gestellt, da guckt unsere Produktpflege nochmal drauf. Dann wird das in den Core zurückgespielt und mit dem nächsten Monatsrelease der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wir haben aber auch Erweiterungen, die monatelangen Entwicklungsbedarf haben und da kann sich das natürlich dementsprechend lange ziehen. Wichtig ist immer an der ganzen Sache, dass wir nach dem Vier-Augen-Prinzip arbeiten und der Code per Pull-Request zurückfließen muss, sodass von der Produktpflege da nochmal ein Blick drauf geworfen werden kann. Okay. Nikolas, vielen Dank für deinen Vortrag. Willst du noch was ergänzen? Wahrscheinlich nicht. Nö. Dann. Bleib gerne hier, ist noch ein interessanter Vortrag hier nach. Genau. Wir kriegen noch ein Praxisbeispiel aus Solingen gleich präsentiert. Ihr seid alle natürlich herzlich eingeladen, dies anzuhören. Auch hier nochmal der Hinweis, dass ihr einen Ausstellungsstand habt, auch von Dataport. Genau. Ich glaube auch hinten im. Nee, vorne in der Halle. Vorne in der Halle. Ein kleiner Banner ist. Okay. Vielen Dank.